Yo Leute und willkommen zurück zu Nier Replicant Version 1.2. Wir befinden uns hier gerade 5 Jahre in der Zukunft. Unsere Tochter Yona ist vom Shadow Lord entführt worden. Kaini ist versteinert worden, um ein großes Schattenwesen einzusperren. Und Emil hier, mit dem wir gerade unter seinem Anwesen unterwegs sind, will hier irgendwie ein paar Bücher oder sonst was haben, die uns eventuell verraten, wie wir diese Versteinerung von Kaini erstmal aufheben können, um dann eventuell irgendwann Yona zurückzuerlangen. Und jetzt sind wir hier unter dem Anwesen mit ihm unterwegs, wo halt irgendwo dieses Buch oder was auch immer rumfliegen soll, was uns helfen soll, und haben hier irgendwie eine riesen Forschungseinrichtung entdeckt, die wir auch mehr oder weniger in isometrischer Perspektive erkunden. Wir können es zwar drehen, aber es hat trotzdem was von den typischen alten ISO-Spielen. Okay, und sind wir... es sieht aus wie ein Kinderzimmer hier, oder? Sind wir jetzt am Zielort angekommen? Nee. Es sieht einfach nur so aus wie ein Kinderzimmer, oder wie? Genau, wir haben schon was über die Gestaltforschung gelesen, über Kandidaten 6 und 7. An 6 wurden irgendwie rumexperimentiert. WA, oh Gott. Und dann hat man sich irgendwie Gedanken darüber gemacht, wie man mit 6, wie man ihn am besten wegsperren kann oder sowas, glaube ich. Ja, also irgendwas scheint da mit der Forschung auch schiefgegangen zu sein. Und es gibt auch schon einen Kandidaten Nummer 7. Oder gab. Ich habe ja keine Ahnung. Doch. Ah ne, die Forschungsberichte sind auch schon 1500 Jahre alt oder so. Wir haben ja irgendwann mal einen Zeitsprung auch von knappen 1500 Jahren gemacht. Und ich glaube, die Forschungsberichte, die wir gefunden haben, die waren so 5 Jahre in unserer Zukunft datiert. Also, keine Ahnung, 2026 oder sowas. Ja. Das ist alles. Die Magie ist hier generell zu schwach, um mal diese Viecher effizient bekämpfen zu können, die ganzen Schatten hier. Mann, man müsste eigentlich auch durchrollen können, oder? Aber ich glaube, wir haben ihn eh schon wieder irgendein Wort erlernt. Wir haben 1000 Worte hier auch gelernt, in dieser Forschungseinrichtung. Die muss ich mir beim Zeiten auch nochmal angucken. Also wie gesagt, gefühlt geht das Spiel jetzt erst los. Ich glaube, alles vor diesem Zeitsprung von 5 Jahren und vor dem Auftauchen von Grimoire Noir und dem Shadow Lord war irgendwie Tutorial und Einführung gewesen. Forschungsbericht Nummer 6, 6.11.2025. Der Spenderkörper Halur wurde aus den 7 Kandidaten für die nächste Stufe ausgewählt. Im Interesse der Geheimhaltung von Staatsgeheimnissen werden alle übrigen Subjekte bis auf eines beseitigt. Der Spenderkörper Emil wird jedoch als Notfallersatz gelagert. Okay, es gab 7 Kandidaten für die Experimente hier. Einer wurde ausgewählt und Emil war der Ersatz. Interessant. Und das da unten auf dem Bild, ist das Emil oder ist das der, der ausgewählt wurde? Halua, ich habe keine Ahnung. Genau, Emil geht schon gar nicht so gut, seit wir hier unten rumrennen. Sure you're okay, war da gerade ein Skelett? I'm a weapon? What does that even mean? Ja, eine Versteinerungswaffe, würde ich sagen. It appears he's trying to remember something. You're gonna be fine. Am I? Am I really? Your past makes no difference. We'll support you no matter what. At any rate, you would hardly be the first member of our merry band to have issues. Das stimmt, wir sind wie immer eine ganz schöne Freak-Truppe. Wir haben eine VR-Schlüsselkarte erhalten und hier liegt auch noch irgendwas rum. Eine einfache Maschine. Ah, okay. Hilf uns vielleicht mal irgendwann unsere Waffen zu upgraden oder sowas. Auf diesem Schrottplatz sind wir auch schon lange nicht mehr gewesen. Aber jetzt haben wir ja gerade auch eh erstmal mächtige Zweihandwaffen erhalten, die unseren Wumms eh wieder deutlich erhöht haben. Oh, speichern. Das riecht nach Endboss. Ah doch, man kann immer auch die Kamera drehen. Interessant. Ich dachte, der Perspektivenwechsel hier hätte sie gefixt. Cool.
Was passiert hier, Leute? Da ist wohl irgendjemand an die Wand getackert. Emil? Ah! Das kenne ich doch. Das ist auch ein ganz ikonisches Gesicht, was man irgendwie kennt aus der Serie. Ich glaube, die Roboter, die Automata sahen da auch so ähnlich aus, oder? Oder einige zumindest. Oh, Emil erinnert sich. Ein schwieriger Satz. We used to be humans. Normal humans. Ja, welche Überraschung. Just a bunch of regular human kids like you'd see anywhere. And then we came here. They wanted to turn us into weapons. So they used magic to perform terrible experiments on us. Eventually they succeeded. They managed to create a perfect weapon. The name of that weapon was Number 6. Ach so, das ist Nummer 6, die hier hängt. War wahrscheinlich doch ein bisschen zu radikal gewesen oder so. Ja, sag ich ja. The experiment was deemed a failure. They had to create a weapon that could petrify Number 6 and seal it away. So they created me. I'm Number 7. I'm a weapon. Ja, gut. No weapon. You're still a meal to us. Das überrascht jetzt nicht mehr, dass die hier Waffenforschung betrieben haben. Irgendwas sagt mir ja, Nummer 6 wird auch nochmal aufwachen. This is Number 6. She's my sister. Oha. Er musste seine eigene Schwester versteinern. Boah, das ist bitter. My sister is the greatest weapon ever made. And yes, go on. And with her power, I could eradicate my petrification curse. So what's the plan here? First you have to promise me something. Uh-oh. If my sister somehow manages to swallow me up. To swallow him? Also ihn zu verschlucken? My original self becomes lost. I'm afraid I may try to hurt all of you. Ach, kein Thema. And if that happens. No, wait. Then I want you to kill me. Boah, das Spiel hat echt mittlerweile eine Tragik. Das ist unglaublich. Oh fuck. We're not gonna lose anyone else. Okay, wir werden noch niemanden verlieren. Wo ist der jetzt hin, unser guter? Hurry, there's still time to save him. I know there is. Upsa. Okay. Ich habe den Eindruck, ich kann sie nur unter bestimmten. Magic is the only way to damage this one. Ah, okay. Magie ist eh die einzige Möglichkeit. Oh, what the fuck? Wow. geile Muster. Aber gut, die Sachen kann ich nach wie vor auch einfach weghauen. Ich wollte eigentlich die andere Magie benutzen. Naja, egal. Geht auch mit der. Geht sogar ganz gut, muss ich sagen. Stay your weapons. Such attacks will hurt Emil as well. Oh. How is magic any different? He is highly resistant to it. Then let's kill that thing with magic and get Emil out of there. Ja, dann machen wir es halt hiermit weiter. Ist schon okay.
So, zur Hälfte haben wir ihn down. Hat er jetzt Emil? Ist der Emil jetzt da drin? Das habe ich jetzt gar nicht so ganz genau gecheckt, ehrlich gesagt. Save your weapon. A physical blow would doubtless harm the boy. We must use magic to defeat this beast. Na gut, dann laden wir jetzt erstmal unsere Magie wieder auf. Ja, so ein bisschen mehr Magieladegeschwindigkeit wäre nicht schlecht. Das müsste man vielleicht auch mal mit den Wörtern fokussieren auf den Magieangriffen. Vielleicht hätte ich mir vor diesem Kampfraum mal meine Wörter angucken sollen. We're coming for you. Come back to us. Was ist das schon wieder für ein Fight, Leute? Aber echt, es ist alles nicht schwierig und anspruchsvoll vom Kampf her. Oh, sagte er und kassierte einen Treffer. Ein bisschen Bewegung bleiben, ein bisschen Magie draufballern und dann läuft die Nummer hier schon, glaube ich. Und ich denke, damit haben wir es auch. Zumindest wenn das die einzige Phase war. Okay. Wir holen aus. Und nageln ihn jetzt hier mit unseren Magiestacheln an die Wand. Nice. Oha. Oh, und noch den Mega-Headshot hinterher. Also wenn das die stärkste Waffe aller Zeiten war, dann war sie nicht so stark. Aber gut, sie war jetzt auch Jahrtausende lang versteinert. Oder so. Naja, wir können es in Ansätzen nachvollziehen, ne? Was es heißt, die Schwester zu verlieren. Oder auch wenn es droht, wenn es sich nur androht, sie zu verlieren. Und sich um sie kümmern zu müssen. It's okay. It's over now. I'll always be watching over you, Emil. Thank you, Alua. Emil! Yeah? Are you all right? I'm still alive. I feel my sister's power inside me. I think I can control my abilities now. Yes, we're all quite pleased. Now get out here already. Oh, why is this mal wieder so hart? Just a second. Okay, ich glaube, wir haben unsere Schwester absorbiert und nicht umgekehrt. Oder was passiert hier gerade? No, don't! Don't look at me! Emil, what's wrong? Stay back! Ich dachte mal, wir gehen mal da rein und gucken, was los ist. Gott. Das ist jetzt Emil im Körper seiner Waffenschwester oder was? Oder haben wir jetzt Emil verloren? Ah, nee. You've been through a lot. But my body. Aber seine Schwester kümmert sich doch um ihn, hat sie doch gesagt, oder? Ach, Quark. Ist doch egal. We're here for you. No matter what. Boah, ist echt schon sehr, sehr tragisch, dieses Spiel. Can you see my face? Mit herzzerreißenden Momenten. Und auch echt verdammt guter Regie- und Kameraperspektiven. Right. Schon eine harte Nummer.
Okay, da hat er sich ja doch einigermaßen schnell erholt. Das war jetzt eher Regie mit dem Holzhammer. If this is how I look now, then so be it. I was terrified at first. But it's not all bad, you know? I have the magic I wanted. And I can use it to bring Kaine back to us. Emil. We should hurry. She's waiting. I sure hope seeing me doesn't petrify her. You know, in fear? Ah. I see this transformation has not stolen your terrible sense of humor. Okay, Emil steckt jetzt im Körper seiner Schwester. Witzig irgendwie. Whenever I interacted with Kaine, I was reminded about something from my past. Maybe my mind has been confusing her with my sister this whole time. Maybe. Sieht so ein bisschen aus wie Han Solo, ne? Wie sie da drin steckt. Jetzt ist Kaine schon wieder frei. Das ging dann doch deutlich schneller, als ich gedacht hätte. Zumindest was die Spielzeit angeht. Ich meine, es ist 5 Jahre später. Und jetzt kommt die nächste Hasstirade auf uns zu. Vor allen Dingen, wenn sie sieht, in wessen Armen sie da gerade liegt. Stimmt, da war noch so ein Monster im Keller. Da ist er wieder. Naja, ich würde sagen, nach 5 Jahren hat er wahrscheinlich eine scheiß Wut im Bauch. Ach so, das war hier so eine... Oh Gott. Genau. Oh, nee. Wie machen wir es am besten? Vielleicht doch einfach so. Ja, ich sag doch, der muss eine scheiß Wut im Bauch haben. Vielleicht müssen wir hier doch mal einfach ein bisschen drauf slashen auf die Tentakeln. So, ein Tentakel haben wir noch übrig, glaube ich. Und haben wir ihn damit jetzt gleich vollständig? Oder hat er noch 5 Phasen? Ah, ne. Ich glaube, damit haben wir ihn jetzt auch endgültig, oder? Ja, es macht so ein bisschen so den Eindruck. Okay, jetzt müssen wir noch rausfinden, wo Yoda ist, und dann haben wir es doch fast, Leute. Also hier die ursprüngliche Prämisse wiederherzustellen, ging jetzt doch deutlich schneller als gedacht. Vielleicht kann er uns das noch sagen, wo Yoda rumhängt. Hm. Ich glaube jetzt nicht mehr. Oder? Hm. Kaine scheint auf jeden Fall noch nicht wieder bei Bewusstsein zu sein. Stay alive. Stay alive. Grandma. Kaine, you gotta live. You gotta come back to us. Hm, da kommt sie auch schon. Oh, wer ist das? Oh, hey. Und sie hat immer noch ihren alten Verband ums Bein. Emil,
You were the one calling me, weren't you? Okay, sie weiß direkt, dass das Emil ist. You still recognize me? Of course. Dieser Rücken an sich. Thank you. Es ist so bitter in diesen Japan-Spielen. Welcome back. Voll die herzerreißende Szene, aber Hauptsache, wir gucken auf einen halbnackten Strapsenarsch. You grew up. So, how long has it been? 5 years. Shit. That's a long time. Das ist korrekt. We are still no closer to finding her. We need a way to locate the Shadow Lord. By the way, this is for you. Is that a lunar tear? Eine Lunatier, wollen wir die da nochmal her aus diesem Wald, wo wir dieses Text-Adventure gespielt haben? It's not as good as your grandmother's, but I tried. No, it's great. Boah, ich weiß es nicht mehr so genau. Meine Lunatier ist auch eigentlich das, was Jona ganz am Anfang des Spiels mal gesucht hat, oder? Neil's unflagging kindness. Our reunion was a happy one. We let it wash over us like rain. That is, until Devola and Popola had to go and ruin it all. What? Die waren doch bisher eigentlich ganz gut zu uns, oder? You can't be serious! Please, try to understand. People are tired and scared, and... I'm sorry. I'm sorry you have to bear the brunt of that. This is crap, and you know it! It's okay. We can sleep outside. Ach, sie mögen Emil nicht, oder vertrauen ihm nicht, oder was? No one's sleeping outside. You and Kaine saved this village, and now they want to run you out? Tja, so ist die Menschheit. Alles, was ein bisschen seltsam aussieht, muss gehen. I understand. I mean, look at me. As long as you're still with us, I can deal with it. Right, Kaine? I'm used to sleeping outside. But... We'll see you later. Sorry about this. Bis Devola und Popola kam und alles verdorben haben. Die Dorfbewohner wollen euch nicht mehr. What is the matter? Kaine always sleeps outside. I never thought about that until just now. Never even occurred to me. Damn it. Damn it. We should turn in. So, Freunde der Nacht. Ich glaube, wenn jetzt aber die Story-Sequenzen hier vorbei sind und wir Kaine schon mal befreit haben, werde ich definitiv mal ein paar Nebenaufgaben nachgehen. First time in my life, I hated Devola. Ich glaube, for the first time in my life, I doubted Popola. Wir hatten eh eine für Seefront, oder wie das Those hieß. Feelings are pointless in the end. They said and did what they did for the sake of the village. To protect it from the horror of the shades. Really, how can I blame Devola and Popola? In the end, I'm just as bad. Ist das so? Warum? Because I never once stopped to think about Kaine and Emil's situation myself. Die Leiche ist zu 99,9% ein Rotauge. Tod von Rotauge bestätigt. 13. Expeditionstruppe nach Hause beordert. Bewegung der Legion nicht nachvollziehbar. Rotauge sind wahrscheinlich diese Gestaltwaffen oder was auch immer das ist, ne? Genau, und ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass wir nach Besuch des Anwesens mal eben nach Seefront reinrennen können, aber jetzt sind wir ja schon wieder hier hingebeamt worden. And yet your red eyes tell a different tale. Don't be so hard on yourself, lad. I need to go see Devola and Popola. Very well. Very well. Befreiung, 900 Goldstücke. Samen der goldenen Mondblume. Und hier oben ist nichts mehr.
weiß nicht, ob ich schon mal gesagt habe, wie gesagt, lange Pause und so, aber die Blumen hier vom Feld, oder die Felder, die Blumen hier, die ich auf den Feldern angepflanzt habe, ich glaube, die sind alle vertrocknet mittlerweile. Die wachsen irgendwie mehr oder weniger in Echtzeit und eigentlich sind sie nach 24 Stunden fertig. Und ich glaube, nachdem ich sie angepflanzt hatte, hatte ich irgendwie mal 2-3 Tage lang nicht gezockt und dementsprechend sind sie einfach alle vertrocknet. Naja, egal. Ja gut, wo wir gerade hier dran vorbeikommen, sprechen wir sie auch nochmal an. Oh, hi. Hi. I kind of thought you'd never talk to us again. I understand you're doing this for the village. And that you don't have a choice. Pretty much, yeah. But look, why don't you go talk to Popola? I think she wanted to discuss the Shadow Lord with you. Oh, das wird interessant werden. Oh, and Devila? Yeah? Sorry about yesterday. I shouldn't have lost my temper like that. You don't need to apologize. Anyone would be upset when their friends are hurting. Let Emil and Kaine know that we're sorry, all right? All right. Alrighty. So, ich glaube, für den Typen sollten wir irgendwas erledigen, ne? Ich weiß gar nicht, ob wir es eventuell schon erledigt haben. Achso, das mussten wir oben auch am Schrottplatz farmen. Aufgaben, da wollte ich hin. Nicht abgeschlossene Aufgaben. So. Ein Mann. Ah ne, das ist das, was wir hier haben. Die junge Frau mit dem Hund im Geschäftsviertel braucht Hilfe bei der Reparatur des Wasserrads im Dorf. Begib dich zum seltsamen Dingeladen in Fassad um Ersatzteile. Achso, ich hatte irgendwie im Kopf, dass wir da in Seefront irgendwas machen müssten. Ja, nee, ich glaube, wir gehen jetzt zu Popola und schauen mal, wo wir hin müssen. Und wenn es uns irgendwann nach Fassad oder wieder auf den Schrottplatz treibt, dann werden wir mal diese Nebenquests weiterverfolgen. Gott sei Dank haben wir im Moment ja nicht ganz so viele offen. Ah, nein, das hier, das ist mein Zuhause. Ich wollte doch gar nicht hier hin. Dann schauen wir mal, was sie noch zu sagen hat. Ja, hier hat der heftige Fight stattgefunden. Auf der Ebene. Gegen den ersten großen Schatten, der hier reingebrochen kam. Und der Shadow Lord, der Schattenfürst, ist letztendlich erst hier in der Bibliothek aufgetaucht. Die Blume war in keinem von Devolas Büchern, daher meinte sie, ich könnte sie nach Belieben benennen. Vielleicht den zweiten Satz konnte ich nicht lesen. Und hier sieht's aus wie eh und je. Komme ich jetzt eigentlich hier runter? Nee, auch nicht. Immer noch nicht. Und dafür, dass wir auch diese Schattenbestie da einsperren mussten im Keller, war die jetzt auch zum Schluss doch erstaunlich harmlos gewesen, muss ich sagen. Naja. Popola? Oh. Hi. Hello. Look, I want to apologize for yes. Stop. You didn't do anything wrong. Immerhin hat man Verständnis für yeah, uns. But neither did you. You're just trying to protect the villagers. And I jumped down your throat for it. It's very kind of you to say so. Regardless, please don't let it trouble you. I believe there was something you wished to discuss. Danke, Weiss. Danke, dass du das Gespräch wieder in die richtige Richtung gelenkt hast. Oh, right. Yes, about that. You know about the lost shrine, right? The temple where I was first discovered. Ja. That's it. Well, it seems that the Shadow Lord's lair is connected to it somehow. Oh, ho. It was right under our pages the whole time. But the bridge that leads there is unusable. So, take a boat. A boat? Yes. The canal's finally been repaired. Ach so. Das war noch so ein loser Faden, den wir irgendwann mal verloren haben, ne? Dass wir auch irgendwie bei der Reparatur des Kanals irgendwie behilflich sein sollten. Aber jetzt ist er repariert. Longer than expected. What with the shades and all. I also asked them to provide a boat at the path to the Lost Shrine's back entrance. The ferryman will let you use it free of charge. Oh, nice. Danke so. Dankeschön. Von Stadt zu Stadt? Schnellreisesystem endlich mal, oder was? Thanks, Popola. I feel like you've done so much for me. I'm really grateful. All right. I'll see you around. And for the love of everything. Yo, nice. Okay, der Schattenlord hat sich in diesem Tempel versteckt, beziehungsweise dieser verlassene Tempel oder was auch immer es war, soll irgendwie mit seinem Unterschlupf verbunden sein und dem wollen wir jetzt als nächstes nachgehen.
Aber, Freunde der Nacht, ich denke, das werden wir beim nächsten Mal tun. Bin mal gespannt, ob wir in diesem Part auch nochmal durch alle Länder durchkommen hier oder nicht, oder durch alle Ortschaften, die wir bisher schon kennen. The path above the entrance to the shopping district should lead to the boat landing. Ja, danke. Das, Excellent to know the canal is finished. Hopefully this puts our days of running all over behind us. The faster we can move, the faster we can save. Danke, dass du es aussprichst, Weiß. Danke. ja, aber wie wir dieses Boot nutzen, das schauen wir uns dann beim nächsten Mal an. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin.